Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter aus Würrelos. Heute haben wir wieder mal einen Spezialgast bei uns, einen jungen, talentierten Fußballer. Go USA, heute hier in der Schweiz. Und vielleicht schon bald. Nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Hier in der amerikanischen Fußball-League. Als Fußballer tätig. Es geht um Tim Mattis. Dem schicke ich jetzt gerade den Ball zu. Wir berichten über ihn und sein Talent und seine College-Schule, die er dann machen wird. Ganz spannender Bericht. Schaut Sie rein. Die Landtiefpreise sind unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9 Franken 95. Top-Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch. Also, da ist es der Tim Mattis, der euch den Ball zugeschoben. Tim, kannst du ganz kurz erklären, wer du bist, erzählen, was du machst, woher du kommst? Selbstverständlich. Also, mein Name ist Tim Mattis, bin 20 zurzeit noch. Habe am 22. August den Geburtstag, wohne in Würrelos, seit ich klein bin eigentlich. Habe dann da meine ganze Jugend durchspielen, mit dem Wechsel zu Wettigen und nach zu Hönk. Und jetzt dann das gleiche grosse Abenteuer in den USA. Eben genau, am Montag, 5. August, fliegst du ab auf Amerika. Wohin genau geht es und was hast du da genau unterschrieben, was für einen Vertrag? Genau, also am Montag geht dann die ganze Reise los. Da geht es zuerst auf Deutschland noch 2 Tage und dann am Mittwoch fliege ich am 7. August fliege ich in die USA auf St. Louis von Frankfurt aus. Und dann habe ich jetzt glücklicherweise bei den Wildcats, das ist Culver Stockton College im Bundesstaat Missouri, darf einen 4-Jahres-Vertrag unterschreiben im Bereich Fußball mit einem Studium zusammen. Genau. Und jetzt bist du einfach dorthin gekommen oder hat dich irgendjemand entdeckt oder hast du das gesucht oder hast du mir das Bewerbungsdossier geschickt? Oder wie ist das zustande oder der Vertrag mit den Wildcats? Genau, also das Ganze ist eigentlich so zustande gekommen. Ich hatte einen Spielerberater in Zürich. Der hat mich durch das Ganze begleitet. Der hat auch ein Video müssen machen für mich, ein Highlight-Video. Und dann hat er das Ganze aufgerollt, den Kontakt gesucht mit den Unis in den USA. Und dann hat er mir das sozusagen ein bisschen beibringen. Und schlussendlich musste ich natürlich auch viele Tests machen, damit ich überhaupt qualifiziert bin. Und im Endeffekt hat es geklappt mit den Wildcats und ich bin sehr überglücklich. Ja. Ich habe einen kleinen Bubentraum in Erfüllung gegangen mit dem Engagement.
Ja, definitiv. Also ich hatte natürlich wie jeder kleine Fußballer den Traum, richtig Profifußball zu ziehen. Und das ist jetzt der erste grosse Schritt, den ich machen kann, Richtung USA. Die Möglichkeit besteht natürlich, Richtung MLS zu ziehen. Das ist die Major League Soccer, die höchste Liga, die du dann spielen kannst. Und die Chance ist zwar das immer noch klein, aber sicher grösser als hier in der Schweiz, jetzt in meinem Alter. Und wir sehen dann, wo es hinführt, genau. Tim, was kennst du von den Wildcats hier überhaupt? Hast du dort Bezugspersonen, Trainer, Spieler oder ist das ein völliges Neuland für dich? Ja, es ist schon ein völliges Neuland. Ich konnte mit ein paar Trainern Kontakt knüpfen, natürlich mit dem Haupttrainer, dem Co-Trainer und auch mit einigen Spielern schon Kontakt holen. Und wenn du dann spielst, ist das wie bei uns, haben die Kunststrasse oder wenn ich gehört Amerika Kunststrasse oder auch Natura, so von Spielstätten? Ja, sie haben beides, genau, sie haben beides, ja. Weißt du schon etwas, wie das Training stattfindet und wie du das machst mit dem Studium? Wann sind die Matches? Wie sieht das alles aus? Genau, also das Studium habe ich eigentlich durch den Tag durch. Vom Mittag bis am Nachmittag, so ein bisschen 3 bis 4 Stunden. Und morgen und Abend gibt es Training und 2-mal in der Woche Match. Entweder Mittwoch oder Samstag. Und was genau ist es dir wichtig, der Fußball oder das Studium? Was genau studierst du denn noch? Gut, natürlich kann ich schon wegen dem Fußball über. Das Studium ist natürlich auch mega cool, das kann verknüpfen. Und ich mache den Bachelor in Wirtschaft, genau. Eben, du hast es gesagt, du hast also recht. Training, Match, schönes Programm mit dem Studium und allem. Was im Leben ist denn dir wichtig? Bist du sehr ehrgeizig oder gehst du einfach ein aufs Blauste drüber? Nein, also das Ziel ist schon, mein Ziel echt zu erreichen. So weit wie möglich im Fußball. Natürlich auch mit Kollegen in Kontakt knüpfen, damit wir ein gutes Teambuilding haben. Und dass wir natürlich als Team sehr viel Erfolg haben und in diesen 4 Jahren das Beste können erreichen können. Tim, ich als Fußballer bist mit Hönk aufgestiegen, gell? Hast du Erfolg gehabt, Zweitliga. Was zeigt dich denn aus als Fußball? Was sind deine Stärken und wo kannst du allenfalls noch etwas zulegen? Wo kannst du etwas lernen? Genau, also ich bin überglücklich, dass wir aufgestiegen sind in die zweite Liga mit dem SV Hönk. Leider kann ich es nicht mehr miterleben, aber ich wünsche denen alles Gute und viel Erfolg. Natürlich auch meinem Bruder. Ich bin natürlich in der gleichen Mannschaft. Und mich zeichnet aus ein bisschen die Schnelligkeit und ein bisschen gerne mit dem Körper arbeiten. Und natürlich auch Tschüss und so, ja. Jetzt bist du bei Hönk, bei Würrelos, bei Wettigen, das sind alles so ein bisschen Dorfvereine. Wie wichtig sind die Vereine und was bedeutet das für dich? Jetzt in Amerika ist das vielleicht ein bisschen anders. Genau, also es war sehr wichtig. Also ich hatte überall meine Freunde. Zu Würrelos bin ich sehr gut natürlich aufgenommen worden, von klein auf da. Auch mit dem alten Trainer, mit dem Christian Habecker, natürlich einen super Trainer gehabt. Natürlich auch familiär sehr gut verbunden. Zu Wettigen natürlich auch mit den Trainern, die mich hier gepusht haben, auch viele Freunde aufgenommen haben, haben wir einiges gebracht. Auch dort eine sehr coole Zeit gehabt mit 4 Jahren dort. Und jetzt 4 Jahre Hönk natürlich unglaublich. Natürlich Kantonswechsel, ganz anderes Niveau. Und jetzt nochmal ein grösseres Niveau dann in den USA. Eben, es gibt ja eigentlich vieles auf. Du bist wirklich gross geworden hier. Wer ist dein Lieblingstrainer? Und eben die Kollegen, hast du jetzt alle nicht mehr so um dich herum? Wie geht das ab? Und eben, wer hat dich da zu Würrelos eigentlich gefördert? Genau, so Lieblingstrainer habe ich eigentlich kennen. Ich finde, das sollte man auch nicht unbedingt haben. Es gibt viele gute Trainer, man hat auch natürlich schlechtere Erfahrungen. Aber zu Würrelos habe ich sehr gute Erfahrungen mit Christian Abbecker gehabt. In den D-Junioren, bevor ich auf Wettigen gewechselt habe, auch sehr viel Erfolg gesammelt. Und ja, auch zu Wettigen sehr gute Erfolg gesammelt mit dem A-Jugendliga damals. Und zu Hönk genau selbenfalls mit dem A-Jugendliga und jetzt dem Aufstieg in die Zweitliga. Jetzt haben wir Fußball-EM gehabt. Jetzt läuft die Olympiade. Scott Berloch ist dabei, wo wir auch schon interviewt haben als Würrelloser. Ist das auch mal das Ziel für dich, so ein grosses Event mitzumachen? Natürlich. Das ist ein Traum von jedem Buben, von jedem Jugendlichen oder jedem Mann sogar. Du, wir werden es sehen. Man muss immer ein bisschen den Ball am Fuß halten, sagen wir es so mal, und flach halten. Und wir werden es sehen. Tim, jetzt, wohin dein Weg dich führt? He? Jetzt lässt du vieles zurück. Wie haben deine Kollegen reagiert und gesagt, das ist der Größte auf Amerika? Sehr positiv. Also ich habe viele positive Kommentare bekommen. Es freut sich natürlich alle extrem für mich. Was ich auch natürlich sehr, sehr schätze. Auch ja, sehr gut. Ja. Hast du schon Nachahmer, sollte ich das auch weitermachen? Bis jetzt noch nicht, nein. Ich weiss nur, dass ein paar kleine Jugendliche das sehr cool findet und natürlich auch ein Traum von denen wäre. Mal schauen, vielleicht zieht einer an. Jetzt lässt du viel Altbekanntes zurück, viele Freunde, Kollegen, alles. Du kommst in ein neues Land, eine neue Zukunft. Ja, was bedeutet das für dich? Hast du Angst, hast du Hemmungen oder packst du einfach da? Nein, also ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl rüber. Ich meine, ich kann da extrem viel mitnehmen, durch meine Freunde, durch die Familie sehr viel lernen.
Und das kann ich dort umsetzen. Und dann finde ich auch sozusagen eine neue Familie mit dem Fußball und auch neue Teamkollegen. Genau. Gut, dann kommen wir noch zum Schluss. Ein paar Fragen. So ein bisschen. Das oder das? He? FC Zürich oder FC Basel? Ganz klar, tut mir leid, FC Basel. FC Basel, gut. Dann Red Bull oder Wasser? Ja, sind wir schon hinten beim Red Bull, das ein bisschen aufgeputscht, aber sonst Wasser ist auch gut. Gut. Bier oder Wein? Oder gar nichts? Bier. Ferien am Meer oder in den Bergen? Schon eher am Meer, ja. Mhm. Reich oder zufrieden mit dem, was du hast? Zufrieden mit dem, was ich habe. Mhm. Einzelgänger oder Familie? Mehr Familie, aber Einzelgänger auch okay. Braucht es auch zwischendurch mit dem Erfolg, gell? Genau, definitiv. Genau. Gut. Den Erfolg wünschen wir dir natürlich. Du hast da noch etwas mitgenommen. Anfangs sind das deine allerersten Schuhe gewesen? Genau, das sind meine allerersten Fußballschuhe, so wie man es sieht, natürlich nicht wirklich gross wie eine Hand eigentlich. Mhm. Und auf die bin ich sehr stolz und nehme natürlich überall mit, vor den Eingang. Schuhe musst du jetzt nicht mehr kaufen, die kommst du wahrscheinlich über dort hin, oder? Ja, ich habe noch genug, ich habe noch vier Paar daheim. Gut. Dann wünsche ich dir toi toi toi, alles Gute in Amerika. Wir verfolgen das natürlich und hoffen, dass wir noch viel Positives von dir hören. Dass dir nicht ganz langweilig wird, haben wir hier eine Reisetasche. Die heben wir nicht, würden los mit einem Meter, wo du den Weg messen kannst, wenn du wieder heimkommen willst. Du bist jede Zeit wieder gekommen bei uns daheim. Perfekt, danke vielmals. Schätze sehr. Und wir hoffen natürlich, dass gut alles rauskommt. Ich gebe mir das Beste und hoffe, dass ich alle Leute stolz machen kann, die mich glauben. Genau. Danke, Tim. Danke, ebenfalls. Merci, danke. Danke. Die Tiefpreis-Hits unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder die Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9,95 Franken. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch.